Renata und Valentin Lucin ist ein hartes Battle vorprogrammiert Let's Dance Ehepaar auf dem Prüfstand. Wenn's einmal läuft, dann läuft's richtig. In der großen Kennenlernshow von Let's Dance dürfen sich die Profitänzer Renata und Valentin Lucin gleich doppelt freuen, während Renata ab sofort mit Island Hottie Rurik Gislason übers Tanzparkett fegt. Hatte Ehemann Valentin es mit GZSZ-Star Valentina Pade ebenfalls alles andere als schlecht getroffen, GZSZ auf TV Now streamen. Das ist der Ehezoff bei den Lucins doch vorprogrammiert, oder? Eines ist jedenfalls sicher, Renata und Valentin wollen ins Finale. Wie sehr sie sich über ihre prominenten Tanzpartner freuen und warum ein Battle unausweichlich ist, gibt's im Video zu sehen. Renata Lucin und Rurik Gislason freuen sich über die Wildcard mit 21 Punkten. Der Let's Dance Jury hat Valentina in der Kennenlern-Show die höchste Punktzahl. Ein grandioser Start, über den sich ihr Tanzpartner Valentin mindestens genauso freut. Aber auch seine Frau Renata kommt aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Schließlich hat sie mit Rurik nicht nur ein echtes Schnuckelchen abbekommen, sondern genießt auch noch den Schutz der Wildcard. Dank ihr ist das Tanzpaar in der kommenden Let's Dance Live Show am 5. März nämlich vor dem Rauswurf geschützt. Alle Let's Dance Highlights in einer Playlist 1:02. Rurik Gislason ist und bleibt bescheiden 0:02:20. Darum hat Christian Polank Moderatorin Lola Weipert gewählt 2:08. Jan Hofer könnte mit Christina Luft nicht glücklicher sein 0:00:56. Valentina Pade feiert ihren Let's Dance Start 0:02:45. So haben wir die Sängerin noch nie gesehen 0:01:39. Joachim Lambi, das sind seine Favoriten und Sorgenkinder 0:01:54. Deshalb spricht Rurik Gislason so gut Deutsch 0:00:45. Rurik Gislason bekommt die Wildcard 0:02:47. Mickey Krause, Jan Hofer und Erol Sander ganz gefühlvoll 1:04. Nicolas Puschmann tanzt mit Profitänzer Vadim Gabusov 0:02:45. Nicolas Puschmann und Vanessa Neiger zeigen Quickstep 0:00:48. Tränenalarm nach Christian Polanks PartnerInnenwahl 0:01:24. Die Besenfrisur von Jorge González spaltet das Netz 0:02:33. Frauenpower im Gruppentanz. Lola, Senna und Kim mit Feuer 0:02:49. Powerfrau Auma Obama glänzt beim Tango 0:01:46. Christian Polank darf sich Promi-Partnerin aussuchen 0:05:24. Joachim Lambi bringt Massimo Sinato fast zum Weinen 0:02:45. Valentina, Rurik und Ilse zeigen heißen Cha-Cha-Cha 0:04:21. So eröffnen Mozi und Co. die 14. Let's Dance Staffel. Let's Dance auf TV Now streamen. Parallel zur TV-Ausstrahlung läuft Let's Dance jeden Freitag auch auf TV Now im Livestream. Folge verpasst? Alle Shows können Sie sich auch zum nachträglichen Abruf auf TV Now. Alle Infos rund um die neue Staffel von Let's Dance haben wir hier nochmal zusammengefasst.